Toronto? Fräulein, ein Ferngespräch nach London, bitte. Welche Nummer? Mayfair 7864. Einen Augenblick, bitte. PDAX präsentiert ein PDAX Original. Eine Heilbronnywood-Produktion. Mayfair 7864? Hallo? Hallo, Charlie? Oh, hallo, Mr. Temple, Sir. Welch wunderbare Überraschung. Schön, Sie zu hören. Ist zu Hause alles in Ordnung, Charlie? Alles okay, Sir. Charlie? Oh, alles beim Alten, Sir. Keine Vorkommnisse. Auch keine wichtige Post. Natürlich abgesehen von Ihrer Ansichtskarte aus Venedig. Das freut mich. Ihr Urlaub, Sir. Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, wir waren vorgestern in Padua, gestern in Mantua. Heute geht's von Mailand aus weiter in die Schweiz. Das klingt nach einem Nein, Sir. Es ist warm, Charlie. Sehr, sehr warm. Sie vermissen den Nebel, Sir. In der Tat, Charlie, in der Tat. Was hast du heute noch vor? Du hast doch schließlich deinen freien Tag, nicht? Oh, nichts Besonderes, Sir. Beryl und ich gehen am Abend ins Kino. Da läuft ein Spitzenfilm, Die Lady von Shanghai, mit Rita Hayworth und Orson Welles. Danach müssen wir natürlich noch ins Palais des Dance. Die haben ein neues Orchester. Da wollen wir dann noch ein wenig das Tanzbein schwingen, Sir. Ah, klingt gut. Viel Vergnügen. Hör zu, ich muss aufhören. Ich melde mich wieder aus Basel. Bleib brav, Charlie. Okay, Sir. Grüße an Mrs. Temple. Danke, Charlie. Bis bald. Grazie, Signora. Arrivederci. Wunderbar. Du hast die Zeitung? Natürlich. Unser Zug geht um 14:30 Bahnsteig 7. Wie geht's Charlie? Sehr gut, soweit ich das sagen kann. Ach, ich vermisse ihn und unser Zuhause. Ja, wird Zeit, dass wir der Hitze entkommen. Der Kunst, der Kultur, dem guten Essen. Wann kommen wir in Basel an? Wir kommen an um etwa 7:15, denke ich. Genau rechtzeitig zum Abendessen. Geht's dir besser? Ja, Darling. Noch immer diese Kopfschmerzen. Ah, das wird schon wieder toll. Möchtest du noch etwas aspirieren? Ich hab welche. Was ist denn? Das ist er. Was ist los, Paul? Wo starrst du hin? Siehst du den Mann dort drüben, den Mann im karierten Anzug? Ja, und? Das ist McRoy. Ausgerechnet. Harry McRoy. Paul Temple und der Fall McRoy von Francis Durbridge. Übersetzung Dr. Georg Pagitz. Dramaturgie und Dialoge Andreas König. Regie und Musik Antonio Fernandez-Lopez.